Mein Name ist Guido Plischek. Ich bin der zuständige hauptamtliche Kreisbrandmeister des Landkreises Böblingen in Baden-Württemberg und beim Landratsamt hier im Kreis Böblingen beschäftigt. XVR wird hier bei uns im Landkreis Böblingen auf verschiedenen Ebenen eingesetzt. Also in der heutigen Veranstaltung XVR, wir haben heute eine Gruppenführerschulung. Ich bin heute eingesetzt als Moderator und moderiere die Teilnehmer durch die Szenarien, durch die verschiedenen. Wir fangen auf der untersten Ebene der Gruppenführer an, steigern das dann auf den Zugführer, denn ein Zugführer muss deutlich mehr können als ein Gruppenführer und geben das dann, zoomen das hoch auf die Kommandanten. Die Kommandanten sind laut Feuerwehrgesetz in Baden-Württemberg diejenigen, die die Gesamtschadenslage in ihrer Gemeinde, in ihrem Gemeindegebiet leiten und deswegen brauchen die viel komplexere Szenarien, die wir alle mit XVR dann darstellen. Die bekommen Theorieunterricht zum Anfang, zum Beginn, morgens um 8, eine Stunde. Dann werden vier Gruppen gebildet und es erfolgt dann in Gruppen jeweils die Ausbildung am Joystick, wo dann immer einem Ausbilder, auch ein Moderator, einem Auszubildenden zur Verfügung gestellt wird. Also es ist eine 1:1 Ausbildung. Der Landkreis Böblingen ist der erste Landkreis in Baden-Württemberg, aber auch in ganz Deutschland, der als Landkreis mit ehrenamtlichen Helfern der Freiwilligen Feuerwehren ein solches Projekt der Kreisausbildung mit der virtuellen Realität XVR ins Leben gerufen hat. Und dann quasi um die Schulwasser rum. In dieser der Rolle als Moderator, die wir üben, begleiten wir den Studenten. Wir müssen uns natürlich aber auch in die verschiedenen Personen, die wir in dem Szenario auftauchen lassen, hineinversetzen. Das heißt, wir spielen die Passanten, wir spielen Verletzte, wir sind die Polizei, wir sind einfach alles, um so eine gewisse Realität auch hinzuzubringen. Hallo, geht's Ihnen? Hallo, was ist passiert? Können Sie nur sprechen? Also ich packe den jetzt schön und ziehe den gleich ein bisschen nach unten. Wir haben den Vorteil, dass wir keine Vogelperspektive haben, wie bei den sogenannten Planspielen, wo ich mit einem Blick erfasse, wie die Situation in der Gesamtheit abläuft, was ich beachten muss, sondern ich habe wirklich eine dreidimensionale Welt vor mir stehen, wo ich wirklich um die Gebäude laufen muss. Ich muss in das Haus hineingehen, um die Lage zu erkunden, dass es für mich richtig durchgeführt ist, damit ich die wichtigen Informationen alle habe. Ja, ich denke, da im ersten Moment zum Durchspielen der Lagen ist es interessant, inwieweit einem das weiterbringt, muss ich, denke ich, noch ein bisschen zeigen. Aber es, aufs Erste macht es einen guten Eindruck, sodass man, denke ich, das gut verwenden kann. Ja. Es spiegelt die Wirklichkeit doch relativ gut ab, das hat mir gut gefallen. Ich denke, wenn man es auf einem normalen kleinen Bildschirm anschaut, auf so ein bisschen was Größerem wäre es, denke ich, noch ein bisschen besser. Aber ich bin angefahren von weiter weg und habe nur ein bisschen Rauchwolke gesehen und bin dann ausgestiegen, mal links und rechts rumgelaufen, bin dann auch glücklicherweise gleich auf die Brücke drauf, habe dort erkannt, dass oben jemand liegt. Und das sind halt solche Kleinigkeiten, wo man dann gut erkennt, auf was man alles achten muss, wo ist das Risiko, Bahnlinie mit den Stromleitungen, dass man beim Löschen nicht direkt drauf geht und so weiter. Die Erfahrung heute zu dem Programm, es war jetzt, wie gesagt, die erste Übungsstunde, das ist eigentlich sehr positiv. Es ist wirklich die Möglichkeit, Einsatzsituationen darzustellen für uns und auch eine mögliche Vorgehensweise während des Einsatzes zu üben. Eigentlich Eintreffen bis Erkundung etc. ist alles für uns übersichtlich dargestellt. Und auch für die Übungszwecke, muss ich bisher sagen, gut geeignet. Was man generell sagen kann, ist einfach in der Anwendung soweit. Das Programm einfach verständlich, also auch, denke ich mal, für jedermann anwendbar. Und auf der anderen Seite gibt es einem eben wirklich die Möglichkeit, verschiedene Szenarien nachzustellen, die halt eben im Freien nicht so ohne weiteres dargestellt werden können. Wir haben wenig Leute. In der Realität muss ich für eine Übung einen riesigen Aufwand betreiben. Ich brauche viel Personal. Hier habe ich natürlich den Vorteil, ich kann im Warmen, hat auch was Schönes, Übungen realistisch durchführen. Meinen Führungsvorgang, meine ganze Art und Weise der Technik, wie ich sie beherrschen muss, darzulegen und dem Student einfach diese Möglichkeit trotzdem fast wie Realität zu bieten, ohne dass ich einen riesigen Aufwand betreiben muss. Hat mit der Einführung von XVR ist da eine Verbesserung eingetreten im Vergleich zu vorher. Und das ist signifikant. Also es ist ein immenser Erfolg eingetreten. Wir haben
wirklich, und das muss man einfach ganz klar sagen, nicht ein einzige negative Stimme gehört. Wir arbeiten jetzt hier im Landkreis seit 2 Jahren großflächig mit dieser Software und haben jetzt ca. 300 bis 400 Feuerwehrleute schon durchgeschleust durch dieses Konzept. Es ist nicht die Schwierigkeit, die Software zu lernen, sondern es ist schwierig, die Lehrinhalte zu analysieren und zu wissen, was kann ich von den Lehrinhalten in die Software packen, um das richtig darzustellen. Diese Software ist nicht nur einzusetzen für einsatztaktische Dinge, sondern die kann man zum Beispiel auch einsetzen, so haben wir es hier gemacht, um bestimmte Rechtsfragen zu klären. Die Zusammenarbeit mit eSample ist sehr, sehr gut, vor allen Dingen sehr hilfreich, und es war auch ein wichtiges Kriterium für uns, ist, dass es auch deutschsprachigen Support gibt, der nahezu rund um die Uhr erreichbar ist, also zumindest in den Bürozeiten. Wir erreichen immer jemanden, den wir dann persönlich ansprechen können. Und über die Jahre hinaus hat sich ohnehin eine sehr, sehr persönliche und sehr, sehr gute Zusammenarbeit entwickelt. Und das unterscheidet meiner Meinung nach auch die Firma eSample von vielen anderen Firmen, dass es hier, ich sag mal, schon fast familiär zugeht und viele Dinge und viele Absprachen nicht alles schriftlich fixiert werden müssen, sondern eben auch vieles so möglich ist. Viele Vereinbarungen, und das vereinfacht den Betrieb. Und das ist das Geniale in dem System, dass wir eins zu eins die Situation sehen und eins zu eins die Ableitung eurer Maßnahmen an der Situation anspielen können. Und das kann man am Planspiel nicht, und das kann man an der Tafel nicht, und das kann man im großen Rahmen nicht. Und deswegen ist das in diesem Computerdarstellung, in der Computersimulation so einzigartig gut.